und willkommen zur, wo sind wir eigentlich, 57. Folge, passt das? Ich glaube, ja, der Community-Karriere. Wir sind jeden Samstag live mit diesem wunderschönen Projekt. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Das Erste, was wir machen, ist jetzt auch erstmal nachgucken, was eigentlich auf Twitter schon wieder abgeht. Timo twittert, der Verein und die Fans haben eine Liste erstellt von der Hinrunde. Ich bedanke mich, dass ich zu den Top 3 Spielern der Hinrunde zähle. Hoffentlich kann ich diese Leistung halten. Ja, stimmt. Da hatten wir das Ranking. Wer das noch nicht gesehen hat, gut, dass es hier gar nicht so scharf ist. Bedeutet, ihr müsst, wenn ihr das sehen wollt, auf meinen Kanal gehen und dann das Video von gestern anschauen. Da haben wir das dann nochmal separat hochgeladen. Der Tom Tankwart. Ei, Gottes laut. Ich habe mich mit den FC Mosse-Fans getroffen, um den Abschluss der sehr erfolgreichen Hinrunde zu feiern. Ich danke allen Anwesenden sowie der aktiven Szene bei der Hilfe der Organisation. und Major Tom noch im Hintergrund. Tom, Alter. Der Mann, er ist so ein Mysterium. Man weiß nicht, ist er jetzt Profi, ist er überhaupt ein Spieler, ist er einfach nur ein Ultra, der sich immer mal zwischen die Reihen mogelt. Man weiß es nicht. So. Nee, ja, das ist die Hinrunde, ne? Also wir stehen ganz gut da. 3 Niederlagen aus 17 Games sieht schon sehr clean aus, auch nur 13 Gegentore. Gegen wen haben wir eigentlich alles verloren? Ich glaube, das sind nicht mal so die großen Vereine, das sind mehr so die kleinen. Ja, gegen Köln einfach 2-1 verloren. Wir haben gegen fucking Schalke verloren, oh mein Gott. Und gegen Hoffenheim. War das Spiel? Oh, und das nächste Spiel wir gegen Hoffenheim. Ja, GG. GG, da können wir uns gleich mal rechnen, ne? Luca kriegt ein Angebot von Real. Bro! Was lehnen die Hurensöhne ab? Klare Ansage. Erstes Game im Teufelsstream. Hoffenheim die erste Mannschaft gewesen, die uns diese Saison besiegt hat. Na, gleich am zweiten Spieltag. Weiß ich noch, da waren wir chancenlos. Also, da ging gar nichts. Da waren wir klar unterlegen. John, da ist er. Mattis Erzfeind. Oh, John nimmt Luca einmal auseinander und bringt Hoffenheim in Führung. Es ist abseits Watkins. Was war das denn für eine krasse Flanke? Ja, Watkins mehr als deutlich im Abseits, aber das war ja punktgenau. Cech, gut durchgesteckt. Julian, der hat Tempo, der Mann. Der hat Tempo. Nochmal in die Mitte auf Nbuku. Baumann sicher hinten drin. Julian Junior Flanke nochmal rein. Kommt nicht gut. Ja, das Ding ist durch. Wir kommen nicht übers 0-0 hinaus. Also Hoffenheim, ganz ehrlich, einfach Anti-Fußball. Stehen halt mit 11 Mann hinten drin, stehen sehr kompakt, kein Durchkommen, da fehlt uns so eine klassische 9. Flubby? Hallo. Hi, was gibt's? Also ich habe mal ein bisschen nachgedacht hier, wie das gerade läuft, weil ich finde überhaupt nicht in die Form, die ich vorher hatte. Ja. Ich weiß nicht, irgendwie das mit Benny, das funktioniert auch nicht wirklich gut. Mhm. Ich habe eventuell überlegt, dass man vielleicht mal einen Außenspieler holt, der defensiv stärker ist, anstatt Benny, der, ja, ich sag mal, eher offensiver getrimmt ist. Und ich glaube, dass ihm das schadet, dass er defensiv mitarbeiten muss. Ich glaube, er würde eine Position weiter vor besser spielen. Und dass wir dann irgendwie dafür sorgen, dass noch irgendwie einer kommt, der defensiv stärker ist auf dem Flügel. Inwiefern hat das dann mit deiner Form zu tun? Ich weiß nicht, irgendwie habe ich so das Gefühl, dass ich nicht mehr so sicher bin. Und ich glaube, mit einem defensiv stärkeren Spieler an der Seite würde ich mich wieder ein bisschen sicherer fühlen. Okay. Und wieder mehr in das Spiel reinfinden. Ja. Ich habe mittlerweile gar kein Vertrauen mehr, irgendwie in Benny einen Pass reinzustecken. Deswegen merkt man das auch unter anderem, dass ich die Bälle kaum noch auf Außen auf Benny spiele. Worauf legst du denn dann Wert? Einfach nur dann prinzipiell in den defensiveren? Genau. Okay. Soll der dann irgendeine Besonderheit haben? Also irgendwas, worauf du dann Wert legst als Mitspieler? Einfach defensiv und passstark. Das reicht mir schon. Gute Kommunikation am besten. Also vielleicht sollte Richtung Deutsch und Englischsprachig gehen. Ja. Französisch habe ich jetzt keine Lust zu lernen. Ja. aber dass es da die Richtung geht, irgendwie. Dass man sich gut verständigen kann. Nee, klar. Können wir mal schauen. Wir haben noch ein paar Scouts. Können wir mal schauen, was wir herausfinden, ob es gerade der Markt hergibt. Und das wäre eine gute Idee. Ansonsten würde ich mich eventuell sogar empfehlen, irgendwie eine Position weiter vorne als 6er oder sowas, als defensiver ZM. Ja, der Tankwart ist ja gerade auch nicht so gut in Form, dass man da dann vielleicht einfach mal tauscht. Oder sowas, ja. Aber irgendwie muss ich da wieder was finden. Ich weiß nicht, auch privat ist es so mit dem Einbruch da jetzt und sowas, das nimmt mich ein bisschen mit, muss ich sagen. Keine freie Minute mehr. Ja, nee, aber klar, verstehe ich. Legt sich dann ja auch irgendwann mal auf die Psyche.
Ja, nach den ganzen Sachen. Ja. Naja. Aber dass wir da irgendwie eine Lösung finden. Jo, alles klar, wir schauen uns um. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. Na Jungs, dann haut mal raus. Der Paul kriegt ein Angebot von den Münchnern. Die wollen aber auch wirklich alles von uns. Nein, verzieht euch und Flubby kriegt noch ein Angebot von Nottingham Forest. Also die Premier League jagt dich, auch wenn es mittlerweile, ja, die Vereine werden nicht gerade größer. Die Bremer. Die haben Bock. Erster Eindruck, Boss, ist das ein Jugendspieler oder was? Haben wir hier ein neues Talent gegen das wir spielen? Kriegt eine schöne Schürze ab. Jetzt Klostermann mit dem Volley. Nochmal Abschluss. Möglichkeit und Bremen führt. Weil wir es aber auch einfach miserabel verteidigen. Ach, ist das wieder schlecht verteidigt. Auch Mr. Muffin sieht überhaupt nicht gut aus. Ja, wir sind halt gerade auf dem besten Weg, die vierte Niederlage zu kassieren. Ne? Es sieht echt nicht gut aus. Connor Bradley. Ich weiß nicht, was schlimmer ist, dass du diesen Pass spielst oder dass Luca so einen beschissenen Laufweg macht. Weiß nicht, was Luca da für eine Mission hatte. Die Anweisung hat er auf jeden Fall nicht von mir bekommen. Ja, Benny kommt nicht ran. Jetzt der Fehlpass. Connor Bradley. Der macht so ein schlechtes Spiel. Ja, komm, renn, Führig, renn, du bist schneller als der. Führig nochmal gegen Friedel, geht vorbei, Führig, Flanke, ach, wohin, Bro? Flanke kommt nicht gut, aber Muffin, auch absolut nicht mehr die Sicherheit der Hinrunde. Julian, der ist super gespielt. Nakamura, jetzt muss er mal Meter machen, Flanke kommt gut auf Doku. Und dann fehlt es eben wieder an ein bisschen Glück im Abschluss. Nein, Führig. Wird zu leicht überrannt von Boss. Der zieht in die Mitte. Boss, nochmal abgelegt. Muffin. Das war mal eine gute Parade. Wir kommen nicht durch. Die Bremer spielen saustark. Boss jetzt auf dem Weg zum zweiten. Bremen gewinnt gegen den FCM. Hochverdient. Hochverdienter Sieg. Vierte Niederlage. Und der Trend bei uns geht deutlich nach unten. Unentschieden gegen Marseille. Unentschieden zuletzt gegen Hoffenheim. Jetzt die Niederlage gegen Bremen. Wir gewinnen einfach nicht mehr. Wir schießen auch keine Tore. Flubby? Ja. Wie erklären Sie sich den schlechten Start in die Rückrunde? Puh, gute Frage. Ich glaube, stehen einige Spieler auf dem Schlauch. Einige wissen nicht, ihre Form abzurufen, wie sie am Anfang der Saison gewesen ist. Mit der Dreifachbelastung. Wir rotieren viel im Kader. Um Lösungen zu finden, aber leider finden wir irgendwie nicht die richtige. Was ist Ihrer Meinung nach jetzt der richtige Schritt? Wie sollte man jetzt weiterarbeiten? Man sollte vielleicht versuchen, einige Spieler mal auch auf anderen Positionen einzusetzen. Sprich, eventuell mal versuchen, einen Tankwart, den Tom, in die IV zu setzen. Ich habe Frau Malaya das schon angeboten, dass ich auch mal als Achter spielen könnte. Ja, der Tankwart hat sich auch schon bereit erklärt, mal IV zu spielen. Vielleicht kann das den nötigen Wechsel bringen oder vielleicht mal ein Benny auf 10er und andere Sachen. Vielleicht mal auch einen DePaul rausnehmen, der performt hier auch nicht so, wie er soll eigentlich. Irgendwie sind alle, keine Ahnung, neben der Spur. Zudem ist ja auch gerade die Chancenverwertung wieder Thema. Also die Tore kann man an einer Hand abzählen, die sie in den letzten 10 Partien geschossen haben. Wie erklären Sie sich das? Zu wenig Abschlussstärke. Aber allerdings muss man sagen, bis auf vielleicht eine Saison hatten wir das nie so wirklich, dass wir mal einen Stürmer hatten, der mal konstant 10, 15 Tore schießt. Klar, Timo ist so der Einzige, den ich nennen kann, der eigentlich konstant mal Scorer macht. Allerdings auch jetzt gerade nicht so viel. Wir brauchen vielleicht einfach mal einen Stürmer, der auch mal die Dinger konsequent reinzieht und reinmacht. Aber das haben wir leider bis jetzt noch nicht gefunden. Keiner von uns kann das bis jetzt erfüllen. Okay, alles klar, danke. Gängchen. Also for real, ich finde den Call von Tom saustark. Einfach mal Akono holen. Einfach mal Akono holen. Problem. Oh lol, lol! Hamburg will Ossi kaufen! Was? Hä, hey, wie geil! Ossi geht nach Hamburg. Sorry, dass ich hier mal kurz das Thema wechsle. Das ist ja cool. Ossi wird sich gar nicht freuen. So ein Loser, dieser Ossi. Der wollte am Anfang meinen Stammplatz. Luca, für dich ist das natürlich gefundenes Fressen.
Sascha hat drei. Was, Sascha hat drei Einsätze und vier Tore bei den Bayern? Bro, wir müssen Sascha zurückholen. Aber der ist halt ausgeliehen, ne? Also wir können Sascha nicht einfach so zurückholen. Na, dann müssen wir aber im Gegenzug Mbuku abgeben. Also for real, ich hab hier doch dann keine vier Stürmer rumrennen. Dann machen wir das so. Kriegen wir Mbuku jetzt noch abgegeben im Winter. Das ist ab. Das sind noch wie viel? Das sind noch zwei Tage. Kriegen wir da Mbuku abgegeben, dann holen wir Sascha zurück. Weil dann sage ich, dann nehmen wir das Geld, was wir für Mbuku bekommen und streichen 50 Millionen davon weg. 50%. In der Zwischenzeit wieder auf Twitter. Timo, falls ihr euch wundert, warum ich gegen Hoffenheim nicht im Kader war, liegt daran, dass ich seit zwei Wochen krank bin und somit nicht 100% fit, um wieder 90 Minuten zu absolvieren. Ich glaube auch, der Mann hat einen einfachen Männerschnupfen. Chupo Luca, Jungs, könnt ihr jetzt alle mal wieder aus eurem Loch kommen? Ich bin hier beim FCM geblieben, um etwas Magisches zu schaffen und nicht um gegen Vereine wie Bremen zu verlieren. Wirklich, wir haben gegen Bremen, Hoffenheim, Köln und Schalke verloren. Kannst du dir nicht ausdenken. Okay, Mbuku geht. Wir holen Sascha zurück von der Leier. Mbuku wirklich eine Riesenenttäuschung. Also mit dem hat so ein bisschen die schlechte Transferpolitik bei uns angefangen. Jetzt geht er halt. Ich weiß nicht wohin. Wahrscheinlich nach Leipzig für 30 Mille. Nee, geht sogar nach Neapel. 33 Millionen. Davon streichen wir die Hälfte. Ja, und 4 Millionen für Mendes. Mendes. So, dann haben wir die Hälfte verstrichen als Bestrafung dafür, dass wir Sascha jetzt zurückholen. Ausleihe abbrechen. Sascha ist back beim FCM. Und der Mann muss uns jetzt retten. Stelle dir vor, Sascha schafft das jetzt nicht, uns zu retten. Und er wird gottlos gehatet und vom Hof gejagt. Der hat so einen kranken Antritt. Sascha kann gefühlt nichts. Er kann, weißt du, er hat einen Antritt. Schießen kann er aus allen Lagen scheinbar. Aber Stellungsspiel ist kacke und Kopfball ist kacke. Ja gut, Kopfball nicht mal, aber halt Sprungkraft. Er kann frei. Sascha hat bei Bayern gelernt, wie man Freistöße schießt. Nach gefühlten drei Jahren bei der Leihe wird Sascha endlich seine Rolle bekommen bei uns. Halt's Maul. Bayern fragt an für eine Leihe mit Kaufoption. Und Timo will zu Bayern. Ah, fuck off, Digga, wir müssen ihn abgeben. Oh mein Gott, es kracht und donnert in Mäustihausen. Das ist zu wenig, das ist gottlos wenig. Ey, ich glaube, das ist, wenn das jetzt zustande kommt, ist es ein Abschied für immer, glaube ich. Die Bayern nehmen es an. Timo wird ein halbes Jahr bis zum Ende der Saison nach Bayern ausgeliehen. Dann haben sie eine Kaufoption von 85 Millionen. Wenn der jetzt hochgeht in dem halben Jahr, wird sich Bayern den holen. Guck mal, das ist ja jetzt schon nicht viel. Das ist nicht mal 20 Millionen über Marktwert. Und jetzt fragt Real bei Flummi an. Ah! Nein! Tom sagt nein. Alter, was wäre das für eine Storyline, wenn Timo und Flubi uns am Deadline Day verlassen und Tom zurückgelassen wird als Kapitän? Ich jag dich, wenn du gehst. Puh, das ist schwer. Gib mir bitte 2 Minuten. Also, wenn Flubi jetzt geht, wird es ein ganz interessantes Ding. Wir müssen uns, also, können wir uns dann überhaupt noch retten? Der Deadline Day geht noch 2 Stunden. Es ist nicht sicher, ob Flubi geht. Es ist nicht sicher, ob Timo geht. Und wir haben keine Optionen auf Neuzugänge. Ozzy ist wahrscheinlich schon zu Hamburg gewechselt. Bedeutet, den könnte man auch nicht zurückholen. Dann bin ich ja auch weg. Was, wer spielt denn bei Real? Wie sieht's bei den... Analyse, Jungs. Kowalski, Analyse. Jonas spielt da. Der bekommt 190.000. Was? Der Druida. Der bekommt... Also wenn so ein Spieler 200.000 bekommt, bin ich raus. Jungs, warte mal. Ich brauche mal kurz einen Moment. Alter, Flubi würde dort das 8-fache verdienen. Da ist die Saudi-League ein Scheiß dagegen. Da spielt Teixeira, absolutes Monster-Talent. 180 Mio Freigabesumme, verdient auch 200.000. Nuno Mendes, Tomori, 280.000 Gehalt. Und das war's, der hat nur 2 Verteidiger. Die haben nur 2 Innenverteidiger, 2 richtige. Wer verdient bei denen am besten? 250.000. 240.000. Weil Werder bekommt 490.000. Der verdient 500.000 in der Woche. Vinicius Junior verdient 560.000 in der Woche. Können wir mal kurz Pause drücken? Tom, ich bin da voll bei dir. Das ist gerade alles zu viel für den Deadline Day in letzter Stunde. Die Mannschaft sieht bei denen gefolgt aus. Courtois im Tor. Rechts Jonas. Links Nuno Mendes. Innenverteidigung Tomori, Teixeira oder halt Flubi. Na, also Flubi wird safe Spielzeit bekommen. Der ist dann ja Minimum.
Klarer Verteidiger Nummer 3. Brahim Diaz, Fratesi, Milinkovic Savic, Valverde, Vini und Vlahovic. Rein hier haben sie auch noch. Fluppi, bitte, wir haben 58 Mio für dich gezahlt. Die 58 Mio verdient er dann in 3 Jahren. Real scheiß Geld. Mache X-Post. Scheiße. Er gibt es einfach per Twitter bekannt, ob er bleibt oder geht. Die bessere Frage ist jetzt mal Real Talk. Es sind noch 2 Stunden. Geht der Deal überhaupt durch? Flubby schreibt, liebe Fans. Mann, ich kann's nicht lesen. Liebe Fans des FC Mosti. Ich habe soeben ein Angebot von Real Madrid bekommen. Ich habe überlegt und es ist eine große Entscheidung für mich. Auch für meine Karriere. Mit Stuttgart ist das Ganze schief gelaufen und ich weiß, was ihr für mich gemacht habt. Das werde ich nie vergessen und deshalb habe ich beschlossen, beim FCM zu bleiben und hier ein wichtiger Bestandteil zu bleiben. Ich lehne das Angebot ab! Flubby bleibt! Flubby bleibt ein Moisty. Du bist der Geilste! Ich lutsch gleich. Und jetzt Prediction für Flubbys Verlauf der Karriere. Bis zum Ende der Saison scheißen wir richtig rein. Flubby wird zum Sündenbock, weil Flubby einfach gar keine Leistung mehr bringen wird. Fällt aus der ersten Elf raus. Flubby wird am Ende des Sommers dann gehen, aber nicht nach Real oder einem anderen großen Verein. Zu so einem Mittelding. Und wir werden Flubby vielleicht nie wiedersehen in der Karriere, weil der einfach in der Versenkung verschwindet. Ich glaube, das war seine einmalige Chance. Ich glaube, Flubby werden wir nie wieder auf großer Bühne sehen nach dem Jahr. Hä? Ist Fischer wieder da? Ist Fischer von seiner Leihe zurückgekommen? Fischer ist von seiner Leihe wieder da. Das ist ja geil. Dann haben wir einen neuen Flügelspieler. Der Mann hat sich extrem gut entwickelt. Timo bleibt. Timo bleibt. Verarsch mich nicht. Bleibt Timo? Ich weiß es nicht. Bleibt Timo? Nee, ist noch nicht durch. Er ist noch nicht durch. Timo bleibt. Timo bleibt. Ich glaube, es ist durch. Ja! Timo bleibt! Oh, was für ein Stress! Die Verhandlungen über die Leihe von Timo an den FC Bayern München sind zum Stillstand gekommen. Der FC Bayern München hat sich von den Verhandlungen zurückgezogen. 2 wichtige Bestandteile der Mannschaft bleiben. Syrup! Ah, das ist mal ein fettes Syrup-Wert. Ah, das ist ja... Oh, Wahnsinn! Das ist geil! Das ist richtig geil! Flubby äußert sich nochmal. Guck mal hier. Luca schreibt oder twittert, who is Real Madrid? Die beiden besten Innenverteidiger vom FC Mosti, die lehnen das Angebot von Madrid ab. Von Villarreal. Es zeigt mal wieder, wie ein Verein einfach durch Sympathiespieler halten kann und nicht das größte Angebot immer direkt angenommen wird. Genau so ist es und jetzt lass uns zusammen alles für den FCM geben. Ich schwör's bei Gott, einer von beiden wird nach der Saison wechseln, weil er einfach zu schlecht ist. So, und Julius wollte wissen, was wir gegen Leipzig spielen, ne? Alter, jetzt kommen wieder die Kracherwochen. Dortmund, Bayern, Leverkusen. Schieß mich doch ins Loch, wirklich. Wir sind gerade schon in der Krise und jetzt kommen die ersten 3 hintereinander. Umweg steht im Tor. Wir spielen gegen Nick Umweg. Scheiß doch jemand an. Also, das wird jetzt eine... Das wird eine Generalprobe vom Allerfeinsten. Das Spiel wird jetzt vieles, sehr, sehr vieles entscheiden nach so einem verrückten Deadline-Day. Nach so einer schlechten Rückrunde bisher, von beiden Mannschaften muss man sagen, geht es jetzt um ganz viel im Teufelsdream, Heimspiel für uns. Timo bleibt, Flubby bleibt. Nur einer von ihnen startet von Beginn an. Sascha Tobo von der Leihe zurückgeholt von den Münchnern. Es kann so viel jetzt passieren. Tom Tankwart, das erste Mal auf dem rechten Flügel. Umstellung, um die Dortmunder vielleicht ein bisschen zu überraschen. Julian Junior, der kann die Dinger reinschlagen. Flanke kommt auf Luca! Auf der Linie geklärt! Riesengelegenheit für den FCM. Flarion nochmal aus der zweiten Reihe drüber. Was eine Rettungstat. Umweg der Ex-Moisty-Spieler. Ohne Chance, aber die Torlinientechnik sagt klar und deutlich, kein Tor. Matteo wieder über rechts, wieder mit Umweg. Der hat aber auch die richtigen Laufwege. Tom Tankwart. Wow, der ist drin! Der Tankwart mit der Führung. Völlig losgelöst. Was ist los mit dem Tom? Ist es seine neue Position? Ist es die Veränderung für den Spieltag? Und sie wird gleich mal belohnt. Der Mut des Trainers, der Trainerin. Umweg. Sah in so einer Situation schon mal besser aus. Der darf nicht passieren, der Fehlpass. Aber den Paul.
der zweifache Weltmeister, überragend. Timo, super Zuspiel auf Sascha Tobo, erste Aktion, 2-0, der Topstürmer ist wieder da. 3 Jahre ausgeliehen, zuletzt bei den Münchnern und jetzt wieder im Wohnzimmer angekommen. Die Sofortlösung schlägt zu. Nick Umweg wieder chancenlos. Dortmund-Brest, Luca. Mr. Muffin, uiuiui, schießt er den Dortmunder an und Flubi Monster Grätsche, trotzdem Anschlusstreffer Pedro Gonçalves. Super Grätsche von Flubi, am Ende ist es aber unglücklich. Der Ball springt eben wieder zu den Dortmundern. Fischer kommt nicht ran, Flanke fliegt, 2-2 Dortmund. Der Golden Boy mit dem Ausgleich in der 90. Dortmund schafft das Comeback. Flubi im, nee, wer ist es? Flarion im Zweikampf. Flarion verliert das Kopfballduell. Der Kopfball ist super, Muffin ohne Chance. In 10 Minuten holt Dortmund ein 2-0 Rückstand auf. Die 2-2 Aufholjagd vom BVB. Wieder schafft es der FCM nicht, gegen eine Top 6 Mannschaft zu gewinnen. Wieder scheitern sie, trotz 2-0 Führung bis zur 80. Flubi. Ja. Ein Spiel, das so ziemlich alles hatte. 2-0 Führung, neue Taktik, die mit einem Tor gekrönt wurde. Sascha Tobo Comeback, gleich mit einem Tor und dann das 2-2 in den letzten 10 Minuten. Wie haben Sie das Spiel gesehen? Naja, in der ersten Hälfte von der Bank, aber auch da muss man sagen, haben wir sehr stark gespielt. Tom heute echt ein Faktor gewesen auf rechts, muss ich sagen. Und Sascha hat sich gleich direkt gezeigt im ersten Spiel. Das war top, wie wir da gespielt haben in der Offensive. Wir haben immer gestruggelt, Tore zu schießen. Heute war das definitiv nicht der Fall. Heute haben wir echt gut Power gegeben im Angriff. Allerdings müssen wir sagen, bis auf die Totalausfälle in den letzten 15 Minuten haben wir eigentlich ein recht solides Spiel gemacht. Wie haben Sie das 2-2 dann am Ende gesehen? Waren die Tore verdient? War das abzusehen, weil Dortmund mehr gepresst hat? Naja, ehrlich gesagt nicht. Wir waren die spielstärkere Mannschaft. Bis eben halt in den letzten 15 Minuten. Und in diesen 15 Minuten waren wir, ich weiß nicht, zu nervös oder sowas. Und haben halt Fehler gemacht in der Verteidigung, die nicht hätten passieren dürfen. Vor allen Dingen nicht mit unserer, mittlerweile gesammelten Erfahrung. Wir spielen schon so lange zusammen und trotzdem fallen da solche Fehler an. Das geht nicht. Das müssen wir abstellen und dann kann das defensiv auch besser werden und ja, dann können wir oben auch wieder angreifen. Der FC Moisty schafft es immer noch nicht, gegen die Top 6 Mannschaften der Bundesliga 3 Punkte einzufahren. Kann man da langsam von einem kleinen Fluch sprechen, vielleicht von der Krise jetzt auch mit Hinsicht auf die nächsten beiden Wochenspiele gegen Bayern und Leverkusen stehen da ja an? Naja, Fluch würde ich nicht sagen. Ich würde eher sagen, dass wir einfach nicht Entschuldigung für die Ausdrucksweise, die Eier dafür haben, um einfach mal gegen höher stehende Gegner oder höherklassigere Gegner einfach auch mal zu zeigen, wer wir sind, was wir für ein Verein sind, was wir für eine Mannschaft sind, was wir können. Und da haben wir regelmäßig Probleme gegeben. Wir müssen einfach diese Nervosität gegen stärkere Mannschaften beziehungsweise gegen etablierte Mannschaften ausschalten. Und dann können wir das einfach schaffen. Wir müssen einfach an uns glauben. Aber so definitiv nicht. Okay, alles klar, danke. Viel Erfolg weiterhin. Gerne, dankeschön. Wir stehen auf der 4. Gott sei Dank hat Union auch gechoked. 4-2 gegen Bayern verloren, es ist krass, ne? Boah, die spielen alle gerade gegeneinander. Ja, Leverkusen zieht komplett weg, die rasieren alles. Bayern auch extrem gut dabei. Also wir können uns wirklich nur auf die internationalen Plätze fokussieren. Guck mal, wie schnell wir auch wieder abrutschen können. Von unserem 4., auch von Dortmund, dem 3. Platz, bis runter. Guck dir das mal an, bis zum 15. sind das 10 Punkte, das sind 4 Spieler. Du kannst so schnell hier wieder unten abrutschen. René? Ja, was gibt's? Hi, was gibt's? Ich wollte mal bezüglich meiner Leistungen sprechen. Ja. Da wir jetzt auch einen guten Sascha Turbo haben und meine Leistungen ja nicht für sich sprechen, hätte ich vielleicht eine Frage, ob wir vielleicht mich ausleihen können. Wenn sie mich, weil meine Leistungen sprechen ja nicht und ich denke mal, dass ich ja dadurch ja nicht spielen werden, wegen meinen Leistungen, dass mir vielleicht eine Laie nochmal hilft, dass vielleicht später eine kurze Laie oder ein halbes Jahr, dass ich dann Verein vielleicht weiterhelfen kann nach meiner Laie. Dir ist bewusst, dass wir dich dann erst ab Sommer wieder verleihen dürfen? Ja, das ist mir bewusst.
Okay, klar, können wir gerne machen. Kein Problem, wenn du sagst, das ist für dich gerade am besten. Ja, also, Hast du wie wir sehen. bestimmte Wünsche, irgendwelche Anforderungen an den Club, wohin du möchtest? Ein Verein aus der ersten Liga. Aber wirklich nur Bundesliga. Nur Bundesliga, ja. Nee, alles klar, ja, können wir machen. Gar kein Problem. Bis dann, Dankeschön. Jo, ciao, Wir ciao. sehen uns aber im Training. Ciao. Ja, dann müssen wir ihn nochmal verleihen. Also wir kriegen davon nur keine richtige Ruhe rein. Na, jetzt mit Sascha und Wagner könnte es eventuell klappen, aber wir brauchen Ruhe auf der Stürmerposition. Da ist halt echt zu viel Rotation immer drin. Und das ist eigentlich nicht gut. Mit einem Ausblick auf den Kalender. Nächste Games gegen Bayern, Leverkusen, Frankfurt. Ach du Scheiße. In der Europa League geht es ja auch noch nicht weiter, ne? Da sind ja jetzt erstmal die Playoffs. Da müssen wir uns noch weiterhin gedulden. Ja, die werden jetzt erst gespielt. DFB-Pokal sind wir raus. Wir können nur mal einen Blick drauf werfen. Ja, Freiburg ist raus, verliert gegen die Hertha. Dortmund 2 verliert knapp gegen Leipzig. Bochum verliert das Elferschießen gegen Hoffenheim. Frankfurt gewinnt das Elferschießen gegen Köln. Damit stehen die vier Halbfinalisten fest und Leipzig ist mittlerweile klarer Favorit. Es steht ganz schön was an, ne? Wir müssen dann ja Dienstag wahrscheinlich wieder in die Community-Karriere gehen. Nächsten Samstag gibt es ja keinen Stream. Also wenn ihr hier das Video seht, morgen kein Stream. Weil ich halt, wie gesagt, in Leverkusen bin, zur Triple Fire. Ne? Triple Fire jetzt einfach schon mal vorhergesagt. Und in dem Sinne würde ich mal sagen, wenn es euch gefallen hat, gerne ein Like und ein Abo da lassen. Ansonsten wünsche ich euch jetzt noch einen traumhaften schönen Tag. Macht's gut, haut rein und ciao, ciao. Fantastic.